Wir sind hier bei Destination Lapland, das Gebäude hinter mir. Hier ist auch der Stützpunkt von Contiki Saga-Reisen. Hier arbeitet Hans Blaser. Er ist den ganzen Winter da und betreut Kunden von Contiki Saga. Und ihn gehen wir jetzt besuchen. Herzlich willkommen, ich bin Hans Blaser und ich bin im Winter in Lappland und würde mich von Herzen freuen, euch in Lappland zu begrüßen in diesem wunderbaren Winterparadies. Eckes Lompelau ist ein absoluter Wintertraum. Wenn man nachkommt, hat es viel Schnee, die Bäume sind tief verschneit, es knistert unter den Füßen. Man kommt ins Blockhaus rein, dann macht man ein Feuer im Schminé. Man hat immer das Gefühl, es sei sehr dunkel in Lappland im Dezember. Das ist gar nicht wahr. Und ich sage nicht das allein, ich sage unsere Gäste immer wieder. Es hat sehr viel Schnee, die Bäume sind tief verschneit, es ist nicht stockdunkel. Das ist ein Klischee, das überhaupt nicht stimmt. Das Wetter ist ja ein wichtiges Thema. Ich tue jeden Tag in Lappland zuerst mal, wenn ich aufstehe, gehe ich mal schauen, wie kalt ist es heute. Das ist das, was uns alle interessiert. Für all unsere Gäste, die hier oben sind, wenn sie mal kalt haben oder zu wenig gute Ausrüstung, kann man hier im Infozentrum Thermoschutz holen, kann man die hier mieten oder auch raus. Und auch für alle Safaris geben wir ganz fantastische Ausrüstung mit. Also es muss niemand frieren. Zur Nacht sieht man noch Nordlichter. Dann kann man mit den Husky-Touren einen Ausflug machen. Es hat fantastische Läupen. Man kann mit den Schneeschuhen auf einen Hügel hochlaufen. Es hat einen wunderbaren Blick über die sieben Felsen. Und dann haben wir fantastische Sonnenuntergänge. Und eben die Spannung, ob es Nordlicht kommt oder nicht, ist jeden Tag absolut präsent. Ha ha ha.